feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Ja, heute ist der Abholtag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Zweirad-Ecke. Wie ihr sehen könnt, ich stehe schon vor meinem neuen Motorrad und habe damit auch euch ja im Prinzip schon gesagt, was es ist. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Intro, was ein bisschen spektakulärer ist. Und hier steht sie. Ja, gleich heißt das Nummernschild da drauf und dann geht's los. Übrigens, das war hier mal ein KTM-Händler. Verkaufen wir KTM aus bestimmten Gründen nicht mehr. Und hier kann man ein paar KTM-Klamotten ein bisschen günstiger bekommen. Oben habe ich Hosen gesehen für 50 Euro. Also wirklicher Schnapper oder günstig. Und was man auch sieht hier, KTM, orange, bleicht sehr schnell aus. Naja, gut, dann würde ich sagen, wir springen mal eine Szene weiter und dann kann ich euch schon was während des Fahrens erzählen. So, los geht's. Neben mir steht übrigens noch meine MP3, die verlasse ich jetzt. Und jetzt geht's auf erste Fahrt mit meinem zweiten Motorrad. Das ist auf jeden Fall deutlich bequemer als hier MP3, muss ich sagen. Und ihr seht schon, oder seht nichts, besser gesagt, das Motorrad hat im Prinzip noch, ja, gerade mal 1 Kilometer runter. Das heißt, dementsprechend vorsichtig fahren wir jetzt hier. So, ich hoffe, ihr hört mein Navi nicht, denn das erzählt gerade im Hintergrund ein bisschen was. Ja, es ist wirklich ein schönes Motorrad, aber das habe ich ja schon im Video zu der gesagt. Und jetzt bin ich mal auf die Langzeiterfahrung gespannt. Übrigens auch viele Grüße an Motorrad Stöbe. Dort habe ich ja das Motorrad gekauft, könnt ihr euch mal umschauen. Am besten mal vorbei, wenn ihr aus der Nähe kommt und guckt euch die Motorräder an, da gibt es einige, die da stehen. So, worauf müssen wir achten? Natürlich erstmal beim Einfahren. Es hat jetzt nicht geregnet, es ist trockene Straße, das heißt, ihr fahrt einfach nicht so bei einer zu hohen Drehzahl, passt ein bisschen auf die Reifen auf und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ich halte jetzt mal die Klappe, denn es wird zu windig. Da muss man sagen, das ist wirklich das Geile an der. Also ihr seht gerade, ich fahre im 6. Gang, unter 50. Selbst wenn ich jetzt Gas gebe, gut, mache ich jetzt hier nicht, dann bin ich ja direkt zu schnell. Aber es geht einfach. Also der Motor läuft so geschmeidig und ich bin gerade eine Einfahrfahrt. Ich habe gerade 8 Kilometer runter. Also ist schon richtig geil bei der Maschine. Das kann man einfach nur so sagen. So, jetzt muss ich aber mal runterschalten, weil
da vor mir eine Baustelle kommt. Ja, die ersten paar Kilometer und ich bereue es auf keinen Fall, also, sofern ich sagen kann. Aber das Fahren alleine, wie geschmeidig es ist, ist wirklich top. Also da kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Ja, die Gänge, die merkt man so ein bisschen, wenn der reinballert. Aber gut, das ist halt beim Motorrad so. Wir haben hier keine Schaltung wie beim Auto. Und ja, die Maschine kommt halt direkt, ne? Das ist so geil. Vor allem im Vergleich zur RC390 ist das schon mal ein Riesenunterschied. Was halt auch richtig geil ist, das ist der Quickshifter. Also, ja, man merkt schon, dass man was Solides hat. Also, ist schon geil. Ja, und das Kurvenfahren. Ich fühle mich hier zu keiner Zeit irgendwie unsicher oder so. Das war halt auch ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mir die geholt habe. Wo bin ich denn jetzt gelandet? FC Eschweiler? Dachte mir ja nichts. Naja, so. Das schreibe ich mal meinem Bruder. Also ich habe einen Bruder für euch, zur Info. Und bei dem mal fragen, ob er zu Hause ist. Ich muss ja mein neues Schmuckstück zeigen. So macht man das doch, oder? So. Also die Schaltung, das ist schon geil. Das macht richtig Spaß. So, und jetzt gibt es mal eine Rundumsicht, würde ich mal sagen. So, jetzt seht ihr mich, wie ich die filme. Erste Rundumsicht, also ich habe es ja euch schon mal gezeigt in dem Video dazu. Es wird auch ein Video übrigens über das Licht geben, was ihr da sehen könnt. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, sehr, sehr schick, sehr, sehr schick. Man riecht übrigens, dass sie neu ist. Wenn man jetzt steht. Übrigens, das Heck zeige ich euch auch mal ohne Nummernschild. Muss ja nicht jeder wissen, wie Kennzeichen aussieht. Ja, sehr, sehr schick. So, ich wollte ja noch was zum Thema Licht machen und ihr seht schon, die Ausleuchtung ist wirklich gut. Auf Kamera sieht es noch mal ein bisschen krasser aus, als es wirklich ist. Hier einmal Fernlicht und man sieht schon direkt das Schild da hinten reflektiert. Ansonsten kann ich euch auch mal gerade die 8S in der Rundumschau zeigen, wie das so aussieht. Und es ist gerade dunkel. So siehst du von vorne aus. Blendet auch ein bisschen, muss man sagen. Und ja, so sieht es aus. So sieht es jetzt von hinten aus. Also man kann euch auf jeden Fall sehen, das Rücklicht ist definitiv hell genug. Und ihr seht auch schon, der Strahler, der strahlt hier den Boden gerade zu. Das Display ist auch hell genug, definitiv. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu meinem Vorzeigefazit nach 200 Kilometern, zumindest wenn ich zu Hause angekommen bin. Kommen wir zur Fahrerfahrung nach 300 Kilometern. So viel bin ich mittlerweile schon gefahren. Man hat jetzt hier nicht alles gesehen. Ich war gestern, also an dem Abholtag, noch 200 Kilometer unterwegs mit dem Motorrad. Und heute, das ist ein Tag später, da nochmal 100 Kilometer. Ich war in der Eifel, bin ein bisschen Kurven gefahren und so weiter und so fort. Und ich berichte euch jetzt über meine ersten Erfahrungen und es kommt nochmal dazu, was ich quasi schon mal zum Einfahren sagen kann. Und ich werde euch auch nochmal am Ende sagen, warum es der jetzt doch dann die GSX 8S geworden ist und nicht der E8R oder die Trident oder zum Beispiel auch die Duke. Wie ihr sehen könnt, ich war mit dem Ralf unterwegs und es hat wirklich Laune gemacht. Abends sind wir dann noch hier bei uns zum Tagebau Hambach gefahren, haben ein paar nette Fotos gemacht. Wie man sehen kann, mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Viele Grüße auch nochmal an dich, Ralf. Was kann ich zum Einfahren erzählen? Ich habe ein bisschen was notiert, weil es wirklich sehr viel ist, was ich hier berichten kann. Seid mir nicht böse, das Video wird ein bisschen länger. Ich versuche euch aber auch nochmal Material von den Fahrten einzublenden. Was finde ich positiv nach 300 Kilometern? Wie gesagt, ich bin gestern wirklich den halben Tag gefahren und was man sagen kann, man kann wirklich lange auf der Maschine sitzen, ohne dass einem der Hintern wehtut. Denkt man am Anfang nicht, weil der Sitz schon ein bisschen härter ist,
Aber es ist wirklich möglich, meiner Meinung nach. Und auch vom Kniewinkel passt das. Ich hatte jetzt keinerzeit irgendwie das Gefühl, dass mein Knie irgendwo wehtut. Wobei ich mich selbst erwischt habe, das ist aber nicht dem Motorrad geschuldet, dass ich oft einknicke und diese Couch-Potato-Haltung habe. Da muss man sich ein bisschen gerade machen, sonst hat man es nachher am Nacken. Was ja cool ist, ist ein Naked Bike, man sitzt aufrecht und dementsprechend hat man keine Probleme bei längeren Fahrten. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen hier. Und ich bin 1,93 Meter und somit auch schon was größer. Und ja, was man sagen könnte, ich sehe vielleicht ein bisschen groß aus für die Maschine, ist aber der ganzen Sache geschuldet. Ich müsste es ansonsten zu einem größeren Bike greifen, aber die gefallen mir einfach nicht. Obwohl ich die Maschine aktuell einfahre, kann ich auch sagen, dass sie ordentlich Wumms hat. In der Einfahrzeit kann man maximal oder sollte man laut Handbuch bis 4500 Umdrehungen die Maschine nur drehen lassen. Das sind die ersten 800 Kilometer, die gehen aber schnell rum. Muss man aber nicht, sage ich aber gleich nochmal was zu. Und da merkt man schon, dass sie ordentlich Drehmoment hat. Das macht richtig Laune. Ab 3500, 4000 Umdrehungen, könnt ihr euch auch mal Diagramme im Netz anschauen. Da sieht man, da geht sie schon auf 70 Newtonmeter. Selbst bei 3000 ist sie dann schon, oder unter 3000 bei 60 Newtonmeter. Und das merkt man, es macht selbst Spaß beim Einfahren, weil man ordentlich Dampf hat. Sehr, sehr cool. Was auch cool ist, das konnte ich dann feststellen, sobald es dunkel geworden ist, dass das Licht sehr gut ausstrahlt. Ja, man sieht halt vorne auch, jetzt auch auf dem Bild, dass die Lampe ja nicht einen zu großen Bereich hat, das ist keine Riesenlampe. Dementsprechend ist das Licht im Prinzip wie so ein Streifen, aber dennoch, man kann gut damit sehen. In meinem Fall ist es nur so, dass das Licht hier zu hoch eingestellt ist. Ich muss hier nochmal hinten den Stoßdämpfer ein bisschen verstellen, damit das Licht was runtergeht. Könnte je nachdem aber nochmal für Probleme sorgen. Ich weiß nicht, inwiefern man das komplett einstellen kann, wenn man Sozius drauf hat, weil dann geht es hier hinten nochmal ein bisschen runter. Aber müssen wir mal in Zukunft sehen, wie es dann ist. Ich werde auf jeden Fall berichten. Dann Kurvenfahren macht mit der Maschine richtig Laune. Habe ich auch im Video zur 8S erzählt oder auch zur 8R. Sie legt sich richtig rein. Es ist im Prinzip ja, wie Fahrradfahren. So will ich es jetzt mal nennen. Ich weiß, der Vergleich kommt oft. Aber es ist wirklich so. Es macht mega Laune. Man hat in keinem Moment irgendwie das Gefühl, man ist jetzt hier irgendwie unsicher. Auch wenn man im Hinterkopf hat, dass sie keinen Kurven-ABS oder Traktionskontrolle hat. Nichtsdestotrotz, es macht eine riesen Laune. Für mich war das ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt. Da erzähle ich aber nachher auch nochmal was zu. Dann, Spritverbrauch ist auch gut. Sehr erstaunlich eigentlich. Klar, ich habe jetzt nur bis 4.500, 5.000 Umdrehungen drehen lassen. Also mal bis 5.000, auch nicht auf Dauer. Und da ist der Spritverbrauch bei 4,2 Liter laut Anzeige. Und ich kann mich erinnern, bei der Einfahrzeit meiner KTM RC 93 war es so, dass ich auch in diesem Bereich gekommen bin. Mittlerweile liege ich bei 3,8 Liter. Ja, ich weiß, in Zukunft wird der Verbrauch wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher gehen, da ich die Maschine öfters mal prügeln werde, wenn ich es denn kann oder darf, wie auch immer. Dann wird der Verbrauch sicherlich mal hochgehen. Aber generell für die Einfahrzeit 4,2 Liter ist schon mal ordentlich. Dann, was auch gut ist, was zum Beschleunigen ja im Prinzip auch dazu gehört, ist, dass man sehr gut bremsen kann. Dadurch, dass wir ja zwar vorne zwei Scheiben haben, können wir auf jeden Fall damit, oder könnt ihr damit rechnen, dass die Bremsen sehr, sehr gut packen. Kann ich nur so bestätigen, die Bremsen feuern ordentlich rein, wenn man das denn möchte. Und man hat auch einen guten Druckpunkt meiner Meinung nach und kann das Ganze auch sehr gut dosieren. Dann, was ja auch wieder zum Beschleunigen dazugehört, ist das Anfahren. Wenn wir anfahren, das haben wir auch bei anderen Motorrädern, ist, dass wenn wir die Kupplung langsam kommen lassen, dass die Drehzahl sich automatisch erhöht. Also er gibt dann schon Gas, das ist sowas wie eine Anfahrthilfe. Und das geht sehr gut. Zur Kupplung erzähle ich euch gleich aber auch nochmal was, was den einen oder anderen vielleicht stören könnte. Was auch sehr, sehr cool ist, dass wir meiner Meinung nach einen sehr guten Sound haben, vor allem wenn man auf dem Motorrad sitzt. Es ist ein tiefer Motorensound, also nicht irgendwie helltönig. Das heißt, wenn ihr das Motorrad auch umbauen wollt oder umtragen lassen wollt auf A2, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr einen besseren Klang habt, wie bei Maschinen, die zum Beispiel nur 400 Kubik haben. Ja, insgesamt, das Standgeräusch ist sehr niedrig mit 88 Dezibel. Damit müsst ihr euch aber dann in der Zukunft auch keine Gedanken machen, dass ihr irgendwo nicht hinfahren dürft. Tirol zum Beispiel, da haben wir ja 95 Dezibel. Da seid ihr sehr, sehr weit weg von. Und beim gedrosselten Modell mit A2 sind es, glaube ich, dann nur 84 Dezibel oder sogar noch ein bisschen weniger. Also man könnte denken, sie ist zu leise, ist sie aber nicht, da man schon einen kernigen Sound hat. Vor allem, wenn man dann während der Fahrt mal vom Gas geht, dann hört man das Blubbern schon. Es ist nicht so krass wie bei der Duke 97 oder Duke 98. Nichtsdestotrotz, man hat's und das macht schon eine Menge Laune.
Klar, wenn ihr jetzt jemanden dabei habt, der ein deutlich lauteres Motorrad hat, dann kann es sein, dass er euer Motorrad übertönt. Mir reicht es definitiv hier bei der 8S, so wie es sich anhört. Was auch ein Faktor ist, den einen oder anderen interessieren könnte, wenn ihr auch mal zu zweit fahren wollt, für den Sozius. Der Sozius hat hinten schon ein gutes Sitzpolster, so nenne ich es mal. Man hat zwar keine Haltegriffe, nichtsdestotrotz würde ich mal behaupten, dass man hier gut drauf sitzen kann. Es gibt Maschinen, die bieten da deutlich weniger Sitzfläche und ich gehe mal davon aus, dass man hier länger mitfahren kann. Werde ich aber in Zukunft auch mal berichten, was da der Sozius so zu erzählen hat. Was ich auch gut finde, ist, wenn ihr das Motorrad irgendwo abstellt, ihr habt auch ein Standlicht, dafür müsst ihr das Schloss einmal über das Lenkradschloss im Prinzip hinausdrehen. Und dann leuchtet im Prinzip hinten das Rücklicht und auch die Standlichter, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Ich habe es ein, zweimal probiert oder beziehungsweise aus Versehen sogar zu weit gedreht und dann war es an. Auch gut, wir haben Warnblinklicht, das hat ja auch nicht jedes Motorrad. Ich weiß, einige haben das, aber sollte mal erwähnt sein. Dann, was auch noch so ein Faktor ist, ist, dass die Optik natürlich eine Rolle spielt. Ich habe es von dem einen oder anderen schon gehört, der meinte, okay, gefällt mir nicht so. Für den einen wirkt es vielleicht zu aggressiv oder zu abgespaced. Ich finde die Optik sehr cool, vor allem wenn man fährt, dann hat man quasi diese zwei Teile, wie soll ich es jetzt nennen? Ich nenne es einfach mal die zwei Teile, die quasi vor euch sind. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Wars. Schaut euch gerne das Videomaterial an, ich blende euch aber da gerade mal was zu ein. Was habe ich festgestellt bei den ersten 300 Kilometern, was stören könnte? Ja, die Kupplung ist ein bisschen schwerer zu ziehen. Ich gehe sehr viel ins Gym, also ins Fitnessstudio und dementsprechend habe ich ziemlich viel Handkraft. Ich bin auch eine lange Zeit mal klettern gegangen, mache auch Klimmzüge und so weiter. Und warum erzähle ich euch das? Da kriegt man ziemlich viel Handkraft. Und bei der 8S ist es so, dass man schon ein bisschen fester ziehen muss, wenn man jetzt in einem Stau ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass man sehr schnell einen Kampf bekommt oder der Arm ermüdet. Aber das kriegt man auch hin. Man hat ja dann genug Training, also tastet euch ran. Dann sieht die eine Hand vielleicht dann irgendwann mal so aus und die andere ist dann dünn, wie im Prinzip bei Hellboy. Aber berichtet da gerne mal, wenn ihr eine 8S oder 8R habt, wie es bei euch aussieht. Ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, man kann es machen. Es gibt auch Maschinen, da geht es deutlich leichtgängiger. Was ich euch auch schon erzählt habe, was stören könnte, ist, wenn ihr abends fahrt und dann feststellt, wie in meinem Fall, das Licht ist zu hoch eingestellt. Ja, muss man im Nachhinein dann nochmal verstellen. Dafür hat man halt die Möglichkeiten hinten beim Stoßdämpfer. Ist aber eine Kleinigkeit, hatte ich bei meiner RC93 auch. Habe ich mir dann selbst eingestellt und dann war die Sache auch erledigt. Dann, was auch so ein Kritikpunkt ist an der 8S, ist aber bei fast allen Maschinen diesen Preisbereich, außer bei KTM. Dafür hat KTM andere Kritikpunkte meiner Meinung nach. Wir haben kein Kurven-ABS und keine Traktionskontrolle für die Kurve. Gut, mich hat es bisher nicht gestört, bin aber noch nicht im Regen gefahren. Falls ihr das vorhabt, könnte das ein Kritikpunkt sein. Vor allem, wenn ihr Fahranfänger seid, dann ist das so eine Sache für sich. Ich würde aber dennoch empfehlen, egal was für Motorrad ihr habt, macht ein Fahrsicherheitstraining, ein Kurventraining, wie auch immer, damit ihr ein Feeling bekommt für eure Maschine und einfach mal seht, was da so möglich ist und wann ihr denn eine Traktionskontrolle brauchen könntet. Vielleicht kann der ein oder andere hier, der gerade zuschaut, auch aus Erfahrung schon berichten, ob er es gerne gehabt hätte, weil er sich dadurch, dass er es nicht hatte, irgendwo hingelegt hat. Obwohl es wirklich schwer zu beurteilen ist, ob in Kurven ABS oder Kurventraktionskontrolle da geholfen hätte. Was auch so eine Sache ist, manchmal geht der Gang nicht rein. Was hilft da, wie bei fast allen Motorrädern, die dieses Phänomen haben, ist einfach mal die Kupplung leicht kommen lassen, dann wieder ziehen und dann geht der Gang auch rein. Manchmal ist man noch in einem Zwischengang, so nenne ich es jetzt mal, da hilft dann auch Kupplung leicht kommen lassen, dann geht der Gang rein und dann wieder ziehen und dann geht das auch. Kommt aber nicht so oft vor, muss man dazu sagen. Und was ich hier auch nochmal auf die positive Seite ziehen muss, der Quickshifter, habe ich eben nicht erwähnt bei den Vorteilen, ist sehr, sehr gut. Und was halt ein Fall ist, wenn man den Gang mit dem Quickshifter schaltet, also ohne Kupplung, ist, dass es deutlich leiser ist. Aber gut, es ist ja irgendwo auch gewollt, habe ich zumindest gehört, dass die Gänge teilweise so reinpoltern, ist ja nicht nur bei der 8S so, sondern auch bei anderen Maschinen. Und das gehört auch irgendwo zum Motorradfeeling dazu, würde ich mal behaupten. Dann, was auch so eine Sache ist, kann man aber ändern, ist dieses lange Heck. Seht ihr hier im Hintergrund gerade nicht, weil ich davor sitze. Ich blende euch aber auch nochmal ein mit einem Foto. Das könnte natürlich auch störend sein.
Man sieht es schön bei der KTM vom Ralf, er hat ein kurzes Heck. Was allerdings ein Problem sein könnte, ist, wenn man das Heck verkürzt, dass wenn es regnet, ihr euch dann die Jacke oder was auch immer von hinten komplett nass macht. Vor allem der Sozius wird sich darüber sehr, sehr freuen. Muss man gucken. Ich werde in Zukunft ein etwas kürzeres Heck verbauen, aber nicht zu kurz. Das muss man auch dazu sagen. Denn zu kurz will ich es da nicht haben, falls ich mal im Regen fahre. Möchte ich mich nicht komplett versauen, wie gesagt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Einfahren. Was ist zu beachten? Wie eben schon erwähnt, die ersten 800 Kilometer laut Handbuch, 4500 Umdrehungen maximal. Das entspricht dann so circa 110 km/h. Bis 1600 Kilometer sind es dann maximal 7000 Umdrehungen. Und danach soll man unterhalb des roten Bereichs bleiben, aber das ist ja sowieso der Fall. Und das Ganze ist im Prinzip auch nur angegeben, wenn ihr die maximale Leistung des Motors dann irgendwann mal erreichen wollt, also diese 83 PS, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich habe hier, wie eben schon erwähnt, bis 5000 Umdrehungen mal den Motor hochdrehen lassen. Wichtig ist auch, dass der Motor nicht zu warm wird. Dazu kann ich euch jetzt aber auch nochmal was erzählen. Und zwar ist es so, dass wenn ihr 105 Grad erreicht, zum Beispiel wenn ihr irgendwo im Stau steht oder durch die Stadt fahrt, dann geht vorne der Lüfter an. Also erschreckt euch nicht, der sorgt dann für die Kühlung. Und wenn man fährt, geht die Wassertemperatur auch schon ziemlich schnell runter. Zum Beispiel bei Landfahrten, da war ich bei 85 Grad. Wenn man mal durch die Stadt fährt, dann kann es auch mal bis zu 95 Grad werden. Und wenn man dann im stockenden Verkehr ist, dann geht es auch mal bis zu 105 hoch. Sollte man hier definitiv wissen. Aber mich hat es bisher nicht gestört. Ich kenne das mit dem Lüfter von der RC93. Der dreht auch mal gerne hoch. Und es ist ja auch Sinn der Sache, dass quasi dann der Motor gekühlt wird. Und was ich übrigens auch sehr cool finde, ist, dass wenn ihr den Motor ausmacht, aber im Prinzip das Steuergerät noch an ist, also ihr habt noch Licht an, das Display ist noch an, dann dreht der Lüfter auch noch nach. Das heißt, er kühlt auch noch runter, obwohl der Motor aus ist. Sollte man auch wissen. Ich denke aber nicht, dass die Pumpe da noch läuft. Dementsprechend kühlt er im Prinzip nur das Wasser im Radiator runter. Aber wenn jemand von euch mehr weiß darüber, ob die Pumpe dann auch noch läuft, der kann es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem, was viele von euch sicherlich interessiert. Warum ist es bei mir die 8S geworden? Eins vorweg, warum ist es nicht die 8R geworden? Die 8R war mir ein bisschen zu teuer. Und am Ende des Tages habe ich mich dann doch für die Optik der 8S entschieden, weil ich denke, ich würde mich sehr schnell an dem Blau, wofür ich mich halt entschieden hätte, bei der 8R satt gesehen hätte. Auch das Schwarz ist so eine Sache. Und man sitzt ja dann minimal doch ein bisschen sportlicher auf der 8R. Das wollte ich dann auch nicht. Aber überwiegend war es der Preis. Wäre der Preis wahrscheinlich nur 200, 300 Euro mehr gewesen, hätte ich sicherlich zur 8R gegriffen. Vor allem die 8R, wenn ihr quasi über die Autobahn fahren wollt oder mal ein bisschen schneller, dann ist das schon angenehmer. Ist aber bei mir nicht so der Plan. Und man muss auch dazu sagen, für die 8S bekommt man auch ein Windschild oder mehrere Windschilder, je nachdem. Es gibt auch sehr, sehr große Windschilder. Da wird sicherlich eins angeschafft in Zukunft, wenn ich denn mal vorhabe, irgendwo hinzufahren in Urlaub oder so. Ansonsten stört es mich aktuell nicht so. Dann, was auch so eine Sache war, was für die 8S gesprochen hat, oder auch die 8R in dem Fall, ist, dass das Kurvenfahren super viel Spaß mit dem Bike macht. Die Trident, die hat auch sehr viel Spaß gemacht, oder auch die Hornet und so weiter und so fort. Aber bei der 8S ist es so, im Vergleich zur Trident, die auch sehr weit oben bei mir stand, ist, dass das Fahrwerk doch ein bisschen mehr abfedert, wie das bei der Trident war. Das Drehmoment hat auch eine große Rolle gespielt, da es mir wirklich gefällt, wenn die Maschinen von unten rum richtig Power haben. Dank des Dreizylinders hat das die Trident nicht so, die CB650R hat es zum Beispiel auch nicht so, obwohl das schon wirklich, ja, ich würde mal sagen, grenzwertig ist. Die anderen Motorräder machen auch viel Spaß zu fahren. Aber die 8S ist hier in dem Fall im Vergleich zu den Modellen, die in Frage kamen, wirklich sehr weit oben bzw. auf Top 1. Und dementsprechend hat das auf jeden Fall für die 8S gesprochen. Dann des Weiteren, der Sound, der ist auch wirklich gut. Auch wenn er bei der Trident oder bei der Hornet oder auch der CB650R schon ein bisschen kerniger und lauter ist. Nichtsdestotrotz ist der Sound bei der 8S gut und hat hier definitiv auch eine Rolle gespielt. Ich wollte jetzt keine Maschine, die ich jetzt nicht wahrnehme, wo keine Emotionen hochkommen. Was auch sehr, sehr hohen Stellenwert hatte, ist der Spritverbrauch. Ja, man sollte sich nicht immer auf die Angabe des Herstellers berufen, aber es spielt da schon irgendwo eine Rolle. Zum Beispiel die CB650R mit ihren vier Zylindern, die liegt bei 4,8, 4,9 Liter, sicherlich auch nochmal höher. Dadurch, dass der Motor ja auch höher drehen kann, geht der Verbrauch dann auch höher. Und bei der Trident war es nicht anders. Dementsprechend
war das auf jeden Fall ein Pluspunkt für die 8S. Was auch eine große Rolle spielt, da ich ja auch mal zu zweit fahren möchte und ja auch nicht der kleinste und leichteste bin, wollte ich eine ordentliche Zuladung haben. Wenn ich mal irgendwo hinfahre und mir mal Koffer dran mache oder was auch immer und einen Sozius noch dabei habe, dann soll die Zuladung nicht das Problem der Sache sein. Ja, ist immer die Frage, wird man kontrolliert, wird man nicht kontrolliert. Die Maschinen packen auch mehr, bin ich voll bei euch. Nichtsdestotrotz wollte ich hier auf der sicheren Seite sein. Und da ist es gut, dass wir ca. 200 Kilo zuladen können. Das heißt, ich bin schon mal drauf, plus nochmal 100 Kilo. Zum Beispiel bei der CB650R sind es nur 168 Kilo. Also da wäre nicht mehr viel möglich. Und dementsprechend war sie damit auch im Prinzip schon raus, obwohl mich da die E-Klatsch wirklich sehr gereizt hätte. Aber wer weiß, was in Zukunft nochmal irgendwann kommt. Ansprechverhalten des Motors war auch so eine Sache. Habe ich bei der Hornet und bei der CB650R gemerkt. Sie sind nicht so sensibel steuerbar, so nenne ich es jetzt mal. Ich hatte einen Kommentar unter dem Video der Hornet, ja, du kannst nicht richtig kuppeln, das hat nichts mit dem Kuppeln zu tun. Wenn man ganz leicht Gas geben will und es schön dosieren möchte, ist es bei der Hornet und auch bei der CB650R nicht so möglich wie zum Beispiel bei der 8S oder auch einer Duke, wie auch immer. Das war dort bei der 8S definitiv besser, dementsprechend wieder Pluspunkt für die 8S. Die Optik spielt auch eine Rolle, ja, bei der Optik hätten alle Modelle mitgespielt, so viel kann ich mal sagen, außer die Duke 97, weil die mir von vorne nicht so gefällt. Nichtsdestotrotz, CB650R oder auch die Trident waren da auch ganz vorne mit. Die Hornet nicht so, weil mir die Lichtmaske nicht gefällt, aber aufgrund des Ansprechverhaltens beim Gasgeben war sie sowieso schon raus. Obwohl der Sound da sehr, sehr gut war, muss ich auch mal positiv hervorheben. Dann, was auch eine Rolle gespielt hat, hab auch mal ein bisschen recherchiert, was so die Zuverlässigkeit angeht. War bei einigen Händlern, war auch bei KTM-Händlern, die mir im Prinzip durch die Blume auch Sachen bestätigt haben. Und ja, da ist Suzuki weit vorne, wie auch andere Japaner. Dementsprechend war es dann eigentlich schon klar, dass es ein japanisches Fahrzeug wird. Eine Duke wäre es nicht geworden, weil ich halt sehr viel Negatives gehört habe. Der Ralf, der hat ja eine 98 GP und der fährt sehr, sehr viel Kilometer. Da werde ich dann in Zukunft auch mal berichten, wie es bei ihm war. Ob KTM wirklich so fehleranfällig ist. Ich wollte aber kein Risiko eingehen, vor allem wenn ich in Urlaub fahre, will ich da kein Trouble haben oder die Wahrscheinlichkeit minimieren, Trouble zu haben. Dementsprechend hat es dann auch wieder für die 8S gesprochen. Der Preis hat auch eine Rolle gespielt. Ich glaube, ohne Überführung sind es 8.900 Euro. Die CB650R wäre teurer gewesen, vor allem wenn ich sie mit E-Klatsch genommen hätte. Und die Trident wäre etwas günstiger gewesen. Aber war aufgrund von anderen Dingen dann auch schon raus. Wäre die 8S deutlich teurer gewesen wie die Trident, dann wäre es sicherlich eher die Trident geworden. Was auch eine Riesenrolle spielt, sollte man nicht vernachlässigen, ist der Händler. Ich habe das Motorrad ja bei Motorrad Stöbe gekauft. Die sitzen in Würselen, das ist in der Nähe von Aachen. Und die sind wirklich sehr nett. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit einem Kumpel da, hatte mich für eine Duke 690 entschieden. Das ist wirklich schon, ich glaube, gefühlt ein halbes Jahr her. Und dort war quasi der Chef ist schon wirklich sehr nett, hat uns beraten, hat ein bisschen was erzählt. Dann war ich ein zweites Mal da, habe die 8S-Probe gefahren und dort konnte ich mich auch wirklich sehr lange mit dem Chef und auch einem Mitarbeiter dort unterhalten. Ich weiß leider den Namen nicht. Wenn er zuschaut, er kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wirklich sehr, sehr nett, die beiden. Und ich denke mal, das spielt auch eine große Rolle, wie denn die Menschen einen behandeln, ob man nur irgendeiner ist oder man so behandelt wird, als ob man wirklich der Kunde für die ist und die sich auch für einen wirklich sehr viel Zeit nehmen. Fand ich sehr cool und hat das Ganze auf jeden Fall in die Richtung bewegt, dass ich, wenn ich eine 8S kaufe oder eine 8R, sie dort kaufe oder eine Kawasaki, wäre auch noch in Frage gekommen, aber die war ja auch raus, also die Ninja 650 aufgrund der Sitze. Und was auch ein großer Faktor war, dass der Händler mir meine MP3 quasi abgekauft hat, auch wenn ich nicht den Preis bekommen habe, den ich gerne gehabt hätte. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann für den Händler entschieden. Und das waren jetzt im Prinzip die Gründe, warum es dann doch die 8S geworden ist. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bereue es auf jeden Fall nicht. Stand heute, nach 2 Tagen 8S. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten und ein bisschen erzählen in Zukunft, wie alles lief, wie die Inspektion lief. Wenn ich mal irgendwas mit dem Motorrad habe, wenn ich was verändern lassen habe. Gerne kann ich in Zukunft auch nochmal über Zubehör berichten, was man sich kaufen kann. Vielleicht komme ich ja mit dem einen oder anderen da auch zusammen, dass wir da ein extra Video über irgendwas machen, wenn mir da irgendwas bereitgestellt wird.
bin ich mal gespannt, was in Zukunft noch kommt. Der Kanal wächst ja noch und damit wachsen natürlich auch die Möglichkeiten, irgendwelche Kooperationen einzugehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist sehr, sehr lange. Die Aufnahme jetzt hier ungecuttet sind 26 Minuten. Damit wird das Video wahrscheinlich 40 Minuten oder so. Mal sehen, was es am Ende des Tages wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Es gibt nicht immer so ausführliche Videos, aber ich denke mal, da sind mehr Infos immer besser. Wenn man kurz davor steht, sich so ein Motorrad zu kaufen, dann hilft jede Info. Zumindest hat mir jede Info geholfen und manchmal haben mir auch manche Infos gefehlt in dem ein oder anderen Video über die 8S oder auch über andere Motorräder. Und ich hoffe, ich konnte euch damit abholen. Lasst einen Daumen nach oben da und wie gesagt, ein Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao, ciao.